bin wirklich fast gestorben. Und ich würde das ehrlich gesagt auch nicht mehr wiederholen unter diesen Umständen, sondern das nächste Mal schon früh genug schalten und sagen, hey, dann geht das gar nicht. Hey, heute geht es um ein Thema, das eigentlich extrem wichtig ist und viel zu wenig darüber geredet wird. Ich sage nur, there will be blood. Es geht nicht um True Crime, sondern um... Ja, ich habe jetzt auch irgendwie am Mord und Totschlag studiert. Nein. PMS. Sagt ihr etwas? Nein. PMS. Ja. PMS kennst du vielleicht aus deinem Umfeld? Prämenstruelles Syndrom. Aha, ja, das kenne ich. Aber PMS habe ich nicht gekannt. Also die Abkürzung habe ich einfach nicht gekannt. Aber drei das Buchstaben, ist natürlich, ein Fluch für ganzen Haufen menstruierende Personen. Ja, das kenne ich. 80-90%. Also nicht von mir. Ja. Aber auch aus meinem Umfeld natürlich. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, es ist ein Thema, das im Moment sehr stark an die Öffentlichkeit kommt. Also bei Instagram ist es immer wieder auftaucht. Mhm. Jetzt gerade Leute aus meiner Bubble, die es immer wieder thematisieren. Im Sport zum Beispiel auch. Leistungssportlerinnen. Ist lange überhaupt kein Thema gewesen, dass Frauen ihren Zyklus haben und in dieser Zeit dann zum Teil vielleicht nicht so leistungsfähig sind. Mhm. Eine Enttabuisierung, habe ich das Gefühl, findet statt. I'm kind of at an unfortunate time. Das ist sehr viel los jetzt. Sehr anstrengend. So I'm like, ich kann nicht einmal zum Rad fahren, was ich immer mache jedes Monat. I totally understand. Hey, falls ihr auch nicht wisst, was PMS ist, ich erkläre es gerade schnell und ich habe vor allem herausgefunden, dass es noch eine Steigerungsform von dem gibt. Aber zuerst... Was? Also noch schlimmer als... Noch schlimmer als Buchweh, das bekannte Rückenweh. PMS. Genau, es gibt etwa 150 Symptome, die ein paar Tage bis zu zwei Wochen 150? Vor der Menstruation eintreten. Genau, das krass. Geht bei mir, jetzt in meinem Fall, ist es wirklich krasses Rückenweh, Bauchweh, from hell. Das ist ja ein Klassiker und bei Filmen, Kopfweh, genau, Migräne. Und zum Teil wirklich so stark, dass ich out of order bin an gewissen Tagen. Und das geht eben ganzen Haufen Leute so. Und darum gibt es jetzt zum Beispiel in Spanien die Arbeitgeber, die tatsächlich sagen, dass hey, genau, per Gesetz kannst du dich dann krankschreiben lassen. Ja. Ich würde das komplett begrüßen, ehrlich gesagt, weil ich mich manchmal einfach fühle wie ein Zombie. Ja, was macht ihr gegen PMS-Beschwerden oder für die Leute in eurem Umfeld, die unter dem leiden? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Alles, was nützt, teilen wir. Was weiss denn die Wissenschaft schon darüber? Also weiss, ist es dort auch noch so stiefmütterlich behandelt wie im öffentlichen Diskurs? Oder ist die Wissenschaft da schon länger dran? Es ist relativ unerforscht. Es hat jetzt aber gerade kürzlich ein paar sehr diskutierbare Studien gegeben. Die eine ist die, die sagt, dass wir gesellschaftlich bedingt so Stimmungsschwankungen haben, beziehungsweise dass Frauen einfach darauf konditioniert sind, zum schon erwarten, dass sie jetzt dann bald gereizt und schlecht drauf sind, kurz vor ihrer Mens. Also das ist so ein bisschen der Einbildungsecke. Also ist das eine seriöse Studie? Kann ich ehrlich gesagt nur müde darüber lächeln. Ja, finde ich. Oder man kann ja alles eigentlich mit Placebo oder Nocebo genau. Erklären. Und andere ist, vor einem Monat erschien eine Studie, die sagt, dass es rund um den Eisprung so ein Hoch gibt der Gefühle, dass wir dann so extrem im Flow sind mit Happy Hormones, dass nachher alles, was nachher kommt, quasi nur noch kann eben so eine Stimmungsschwankung, also ein Stimmungstief sein vor der Mens. Ja, aber das erklärt ja auch noch nicht, warum du einen Rückenweh hast, warum es ein Trigger sein könnte für Migräne. Aber ich bin fündig geworden in der Forschung, dass es zum Beispiel noch eine Steigerungsform gibt von PMS. Und das ist das sogenannte PMDS. PMDS. Ja, prämenstruelles dysphorisches Syndrom. Das hat man herausgefunden, betrifft nur etwa 8% der menstruierenden Personen. Und es geht einher mit extremen psychischen Effekten. Also man hat schwere Depressionen, man ist extrem niedergeschlagen und traurig, zum Teil sogar sehr aggressiv. Und was ist der Hintergrund? Also weiss man, was der Auslöser sein könnte? Mhm. Julia Sacher vom Max-Planck-Institut zusammen mit der Uni Leipzig das untersucht. Und zwar haben die Hirnscans gemacht. Sie haben eine Gruppe gehabt, 30 Frauen, die PMDS betroffen sind, also die Symptome kennen, und dann eine Gruppe von 29 Personen, die keinerlei so Symptome verspürt. Und sie haben im Hirnscan etwas Spannendes beobachtet. Und wenn du dir jetzt vorstellst, im Hirn oben haben wir Synapsen, die Hirnzellenverknüpfungen. Und du kannst dir das eigentlich vorstellen wie eine Steckdose und einen Stecker. Und dort drin fließt quasi der Strom, ungehindert. Und jetzt ist es aber bei denen mit PMDS so, dass
der Serotoninverkehr gestört ist, also Serotonin, das, was unsere Stimmung eben verbessert, da ist es so, dass der Fluss nicht gewährleistet ist, sondern dass quasi Serotonin wieder zurückfließt in die Steckdose. Also es gibt wie aha, also es wird wie blockiert, genau. Gibt eine Störung. Genau. Und genau das verursacht die extremen Nebenwirkungen, wo die Betroffenen extrem darunter leiden. Kann man denn eigentlich überhaupt etwas machen? Also weißt, gibt es schon ein Rezept, jetzt unabhängig davon, ob PMS oder PMDS? Ja, also ganz generell empfehlen die GynäkologInnen, dass man, wenn man so Beschwerden hat, egal ob PMS oder PMDS, dass man ein Tagebuch führt und sich mal notiert, wann bin ich wo im Zyklus wie unterwegs. Und dann kann man das genauer anschauen. Wir haben zum Beispiel mit der Co-Chefärztin vom Kantonsspital Luzern, Alexandra Kohl-Schwarz, geredet. Sie ist Gynäkologin und sie sagt, man kann relativ breit etwas machen. Also man fängt mal an bei einem PMS, dass man vielleicht Vitamin- und Mineralstoffe abcheckt, dann aber auch kann, alternative Verhütungsmittel überprüfen, bisher zu kurzfristigem Einsatz von Antidepressiva oder so Serotoninkapseln im allerhärtesten Fall, eben jetzt, wenn man so PMDS hat. Ganz grundsätzlich gibt es aber sanfte Methoden, die jede und jeder kann ausprobieren kann. Nämlich genügend Schlaf, man sollte Entspannungsübungen machen, Yoga, Meditation. Die Ernährung spielt auch eine Rolle. Man kann zum Beispiel Poulet, Tofu, dunkle Schoki oder Nüsse essen. Die haben schon so Vorläufer von Serotonin drin. Mm. Das kann etwas bewirken. Allerdings, ehrlich gesagt, eben. Also, ich wollte sagen, was hilft dir? Ich habe ehrlich gesagt einfach gelernt, mich anzupassen und ehrlich zu sein, wenn ich diese Beschwerden habe. Also, dass ich manchmal einfach sage, okay, ich bin jetzt nicht so leistungsfähig. Und ich habe wirklich, ich ziehe meinen Hut vor jeder Frau, die an diesen Tagen mit ihrem Körper arbeiten muss, also Leistungssportlerinnen, die dann einfach in den Wettkampf gehen müssen. Das ist wirklich etwas Unvorstellbares zum Teil für mich. Weil, also bei mir ist es auch frappant. Ich spüre definitiv einen massiven Unterschied mit oder ohne dem PMS-Syndrom. Und ich habe einfach gelernt, dann nicht gerade die strengsten Touren oder Drehs abzumachen, sondern auch mal zu sagen, hey, im Moment geht es mir gerade nicht so gut, es liegt an dem. Und das auch offen sagen, weil ich glaube, das gehört mit zur Diskussion, dass wir überhaupt über das können reden. Mhm. Finde ich eben noch spannend, was du sagst, weil ich kenne dich ja wirklich gut. Mhm. Und in all diesen Jahren war aber noch nie ein Thema gewesen, hey, ich habe im Moment gerade, ich bin auf dem Weg zu meinen Tagen. Und ja. Doch, ich habe es eigentlich gesagt. Ich habe zum Beispiel, ich habe mal einen Leistungstest machen in Magglingen. Und das sind ja wirklich, das sind krasse Tests. Ja, du kennst genau. Die. Puls kommt schön, 102,93 gibt es. Gut, super, durchgezogen. 3, 2, 1 und raus. Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Wirklich? Ich habe dort dem Studienleiter gesagt, ich habe jetzt gerade meine Mens. Kann das sein, dass ich darum, ich bin wirklich fast gestorben. Und ich würde das ehrlich gesagt auch nicht mehr wiederholen unter diesen Umständen, sondern das nächste Mal schon früh genug schalten und sagen, hey, dann geht das gar nicht. Aber wie hast du das eigentlich? Für mich meine Tage? Ja, das ist ja auch noch so eine Frage. Wie haben das Männer? Nein, haben wir nicht, oder? Nein, sicher nicht. Jetzt willst du mich irgendwie in Tiere führen. Ja. Es gibt Fall wirklich, wenn man lang sucht, auch dazu zahlen. Es gibt Voucher Cloud, das ist ein Unternehmen in Großbritannien, die eine Untersuchung gemacht. 2000 Männer befragt, jeder vierte Brit gibt an, einmal im Monat eine extreme Stimmungsschwankung zu haben. Plus mega Heisshunger und so Gelüst. Ja, also typisch Mens. Will ich jetzt also sehen, wie die Studie genau aussehen. Voll. Also ich habe auch ein grosses Fragezeichen so aus dem Wissensjournal. Ja, ja. Also weißt, wenn du nachher kreuzeln musst, ja, ich habe einmal im Monat fühlen sie sich, ja, mal das habe ich wahrscheinlich schon okay. Absolut. So. Aber es gibt tatsächlich das Irritable Male Syndrome, das reizbare Männersyndrom. Das hat man aus der Tierforschung eigentlich beobachtet, dass je nachdem, wie der Testosteronspiegel gerade sinkt oder steigt, tatsächlich mehr reizbar oder weniger leistungsfähig ist. Gut, das, und das ist, aber, ist natürlich auch beim Mann so. Das ist ja biologisch sehr einfach erklärbar. Genau, oder? Sinkt dein Testosteronspiegel, merkst du das? Morgen früh ist er hoch. Ja. Nein, das merke ich nicht. Aha.
Aber das wäre quasi wie ein Mini-Zyklus innerhalb von einem Tag. Aber Frauen haben einen Zyklus, dass das passiert. Von 29 bis 30 Tagen. Also ist nicht ganz vergleichbar. Nicht ganz, überhaupt nicht vergleichbar. Ja. Ja, aber wir können schon zusammen Schoggi essen und hässig sein. Für das bin ich zu haben. Ah, ja gut. Schoggi geht immer. Das weiss ich. Darum bist du meine beste Freundin. Heute haben wir mal keinen Schoggi auf dem Tisch. Im Fall. Wie es aussieht, wenn man eine Leistung erbringen muss und unter PMS leidet, das könnt ihr leider in dieser Sendung schauen, wo ich mich probiert habe, zum Langlaufstar zu mausern, aber eben bei den falschen Tagen probiert habe, alles zu geben. Und wenn ihr mögt, was wir machen, lasst uns ein Like da.